Gott, bin ich blöd, ey. Ich hätte doch da eher drauf kommen können. Ja gut, Dummheit ist gelernt, sag ich mal. Gut, hinwerfen. Ah, ich hab's verstanden. Das ist dumm, ey. Ich bin so blöd. Entschuldigung für meine Doofheit. Aber gut. Wir machen den Part jetzt ein bisschen länger. Danke. Gott, ich habe mir so viel ersparen können, ey. Sorry, Leute. Steht hier. Flaschenzug benutzen. Drücke Viereck, um mit dem Flaschenzug zu interagieren. Dann drücke L, um ihn zu bewegen. Sobald du dein Ziel erreicht hast, drücke Viereck noch einmal, um loszulassen. Gut. Das kennen wir ja aus Odyssey und Exodus. Das ist ja logisch. Alter. War jetzt hier noch was? Moment, wieso kann man hier hoch? Ah. So haben wir. Ja, wunderbar. Und wieder durch mehr Energie? Wir rennen! Am besten rennen. Halt. Hier hoch. Hallo, ich will da hoch. Ich hole mir noch mehr. Komplett möchte ich haben. Hallo, ich will komplett nicht. Gut, dann hoch hier. Mann. So, geht doch. Noch ein bisschen mehr Wasser. Wunderbar. Und hab. Was ist hier? Noch ein Aufzug? So, lassen wir mal los. Und weiter. Weiter, Tex! Es ist gar nicht so einfach, diese Mechanik zu verstehen dahinter. Oh Mann. Alter. Eigentlich ziemlich cool gemacht. So, Checkpoint. Ja, komm. Das war Dummheit. Oh, meine Hüte hier. Ich verkack das ja echt, ey. Gut, weiter. Ich renne einfach. Das ist ziemlich cool gemacht, das muss man mal sagen. Für so ein Remake. Ich schreib's extra nicht hin, sonst denken wieder die Leute, ja, das ist doch kein Remake. Obwohl es aber eins ist. Nur halt einfach anders aufgebaut. Und es schweift sehr dem Exodus ab. Bin mal gespannt, was die hier noch so Neues eingebaut haben. Und wo müssen wir überhaupt hin? Hier ist mal Wasser. Aha, da hoch. So. Dein. Renn, Alter, renn. Weg. Hat er überhaupt noch was? Und ich denke nicht. Nein! Ich bin ein Dummkopf.
irgendwie hier. Mein Gott, wie oft bin ich heute gestorben? Ich glaube schon 4 oder 5 Mal. Oh Mann, ey, das kann noch was werden. So, und jetzt? Darüber. Was steht denn hier? Zerschmettere die Kisten. Drücke Viereck, um die Kisten aufzuschlagen und die Brühflaschen aufzusammeln. Oder Brauflaschen, was weiß ich, die Dinger heißen. Gut, was sind wir denn hier oben? Na, nehmen wir mit. Gut, sind wir hier hingegangen. So, jetzt müssen wir wieder zündeln. App. Jawohl. Jetzt habe ich es endlich raus. Gott, was habe ich mich im zweiten Part angestellt, ey. Naja, man lernt draus. So, erledigt. Was haben wir hier? Ist hier was? Nee, das ist nur der Tod. Oh, ne? Lauf, Abe! Er hat, glaube ich, auch über seine Mutter gesprochen und das wurde ja angeteasert in Munch's Odyssey und in... Ich glaube... Oh Mann, ey! Das kann doch nicht wahr sein! Nee, es wurde angeteasert und das wusste ich auch bereits. Ich habe mich da mal informiert und recherchiert und es dann halt gefunden, dass es darüber sowas gibt. Oh Gott. Das muss ich mal besser machen. Alter, wie soll ich das denn schaffen, ohne zu sterben? Ihr seid doch krank, Entwickler. Aber cool, das macht mal Bock wieder. Auf. So, was ist da unten? Das interessiert mich doch mal. Mann, ich wollte doch wissen, was das ist, Mann. Was soll denn das? Suck on Death. Woher soll ich das wissen? Hä? Egal. Ich gehe jetzt einfach weiter. Wir wissen, wie es weitergeht. Boah, Alter. Der Anfang. Was ist das? Das ist eine Gottheit? If you don't save yourself, you'll never save the others. Run! Das ist ja echt wie eine Bewertung.
You know me? Soon the whole odd world will know you. I'm sorry, I don't know how to help you. But you can help us all. I thought I failed. I'd never reach you. But you came. And you found me. I'm so sorry. I can't save you. But you can. You can save them all. But the others already dying. Who? Alter, krieg ich Gänsehaut. Boah. Wahnsinn, ey. Ey, da hab ich echt Gänsehaut. Boah. Nicht übel, muss ich mal sagen. Aber irgendwie gerade so diese Szene hat mich da an was erinnert, ey. Okay, so persönlich will ich das jetzt nicht nehmen, aber trotzdem. Das ist ja mega gut umgesetzt bisher, was ich am Anfang gesehen habe. Mal gucken, was da noch so ist. Was da neu ist. Wir haben die Mosaiklinien geschafft, jetzt sind wir in den Ruinen. Ich bin gespannt. Ja, ich muss halt noch telefonieren, habe ich voll vergessen. Oh Mann, ey. Aber immerhin haben wir die ersten drei Parts. Das ist die Hauptsache. Before they can get to us. All right.
Now I want your slick pals positioned all around this place. Cause we are not letting that ape guy get away from us again! You got it, bud. Daumen ist doch Moloch, der Glacken, oder? Soll ich mich da? Denke mal noch so 10 Minuten spielen wir noch und dann war es das erstmal für die erste Aufnahme. Was sind wir denn hier? Wiedervereint. Finde die anderen überlebenden Molokons und überlege dir, wie es weitergeht. Gut. Ja, das haben wir eben schon gelesen. Alles klar. Alter, was geht hier ab? Schänden. Halte L2 gedrückt, um zu schänden, und nutze L, um die Chi-Glocken zu bewegen. Nutze sie, um das Chi-Schloss zu aktivieren. Schänden wir mal. Hä? Moment. Hier rum? Wie ist da? Alles klar? So, jetzt haben wir beide Schlösser offen. So, runter hier. Wollte mal hier gucken, ob hier was ist. Ja, hier geht's weiter. Was ist denn hier rechts? Nichts. Oh, gehen wir mal weiter hier. Was gibt's denn hier zu entdecken? Schleichen. Halte L1, um dich an Feinden vorbeizuschleichen. Hoch zu Viren und leise vorbeizuspringen. Okay. Unterdrücker. Glackentechnologie, die Ape daran hindert, seine spirituellen Kräfte zum Schänden einzusetzen. Nein! Fuck! Jetzt. Fuck you. Ich hab's nicht hingekriegt. Ich will den übernehmen. Mann! Gibt's doch gar nicht. Moment mal. Ich geh mal hier hin. Ja, okay. Vielleicht mal. Ich warte mal noch. Das ist ja interessant. Was soll ich denn da machen? Verdammt nochmal. Ekelhaft. Viel zu hoch, es muss viel ruhiger sein. Den noch mal übernehmen, den Vogel. Jawohl! Hä? Habe ich ihn getötet?
Alter, nee, oder? Ich nehme seine Sachen still. Das ist ja genial. Klöbern. Ja. Ach du Scheiße. Mach die Stelle noch und dann würde ich auch sagen, Schluss für heute. Ich will die Stelle jetzt hier noch meistern und dann ist Schluss. Ja. Für heute. Was kann ich denn da machen? Das ist echt zum Kotzen hier die Stelle. Schnell. Ah, ist das eine ätzende Stelle, Mann. Komm her. Komm her mit dem Slick. Wäre cool. Unter! Haha. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, Spackenpaul. Oh nein. Lass mal. Ich trick's den jetzt aus. Ich weiß auch wie. Ich bin komplett dumm, eigentlich. Komm mal her. Nur Slicky. Lass mal herkommen. Wer ist denn davon? Och Mann, ey. Die Stelle ist nervig. Warum nicht?